Wir sind heute wieder auf der Caravan Saloon, Tag 4 am Montag. Ja, wir wollen natürlich noch mal schnuppern, was es hier genau gibt, weil ein Tag reicht nicht genau. Und wir haben ganz viele Zuschauer getroffen. Ihr seht, was wir heute gemacht haben nach dem Intro. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Wir sind heute wieder auf der Caravan Salon in Düsseldorf. Heute ist Tag 4, heute ist Montag. Wir haben gesagt, komm, wir gehen nochmal hier hin. Wir haben auch eine Verabredung, da freuen wir uns mega drauf. Und das Ding ist, wir haben für uns gesagt, wir würden ja gerne noch mal hier hin. Wir haben ja gemerkt, boah, es sind so viele Hallen und so. Wir haben uns einen Überblick verschafft, jetzt können wir noch mal in Ruhe gucken. Und vor allen Dingen haben wir jetzt dann das Wochenende gemieden, weil wir ja wissen, die meisten Leute haben ja am Wochenende frei und kommen dann hier hin. Und ihr seht selbst wirklich hier, wir haben Montagmorgen 10 Uhr, wie trotzdem die Massen hier reinstimmen. Deswegen, ich persönlich bin froh, dass wir jetzt die letzten zwei Tage frei hatten. Und jetzt schauen wir mal. Genau, ich habe gerade schon von jemandem zum jemand anderes sagen hören, hast du Bock, Mops, hast du Bock? Ja. Wir gehen diesmal darum, starten in der Halle 9. Und den, ja, da sind wir letztes Mal vorbeigelaufen. Und in Norwegen haben wir ganz, ganz viele Tesla gesehen. Mops, wie ist der erste Anschein? Ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Schön hell ist es hier drin. Hier steht Willkommen Ursula. Also ich finde, das Ding hätte doch wissen können, dass ich Mops bin. Ich möchte jetzt hier herzlich willkommen Mops haben. Ja, vielleicht ein paar Infos zu euch. Da vorne ist ein QR-Code, den habe ich mal gescannt. Also, das Teil hat wohl 204 PS, Verbrauch 18,9 kW pro 100 Kilometer. Zulässige Gesamtmasse 3000 Kilo und eine Reichweite von 423 Kilometer. Preis ist wohl 64.000. Mit dem ganzen Klimbim, was hier zugehört noch, sind wir dann bei einem Endpreis bei diesem Fahrzeug, so wie er jetzt hier steht, bei 77.231 Euro. Ja, das Fahrzeug ist für Camping ausgebaut, hat alles dabei. Hinten Bett zum Umklappen. Und guck mal, wer da hinten noch dran ist, direkt ein Wohnwagen, Mops. Hier ist bitte nicht eintreten angesagt, das machen wir auch nicht, aber die Kamera, die schafft es wirklich rein. Hier können wir einmal gucken. Auch da hinten, dass man das Dach dann höher machen kann. Der sieht aber süß aus, ne? Mops, gleich die Frage vorweg, wie sind wir denn hier angekommen? Ja, wir sind mit der Bahn angekommen, weil viele von euch haben schon gefragt, ach, seid ihr auch auf dem P1? Nein, da sind wir gar nicht, auf Freitag. Wir sind mit der Bahn angekommen, wir sind ja Sparfüchse, Leute. Wir kommen noch nicht besser weg als mit diesen 9-Euro-Tickets. Das gilt ja diesen Monat noch und dann sind wir Freitag hierher, sind jetzt heute hierher und so haben wir die Möglichkeit, der Kleine ist bei der Familie, wird dort betreut und wir genießen ja gerade die Zeit bei der Familie und ja, und können einfach bequem mit der Bahn hierher fahren, können mit der Bahn wieder zurückfahren, stehen irgendwie nirgendwo im Stau und so. Und besser geht's doch nicht. Halle 13, Gänge über Gänge. Letztens sind wir durchgeflitzt, ne, Mops? Ja, genau. Also letztens waren wir auch ziemlich zum Schluss hier gewesen. Also die Öffnungszeiten sind hier von 10 bis 18 Uhr für die Leute, die es jetzt mal oder die es nicht wissen oder die es halt interessiert. Ja, und der Tag ist schnell um und deswegen haben wir gesagt, räumen wir heute das Feld von der anderen Seite auf und gucken hier heute mal wirklich in Ruhe nach Zubehör und nehmen uns jetzt heute mal dafür so ein bisschen Zeit. Ja, man merkt wirklich, es ist deutlich voller als am Freitag, muss ich sagen. Mops, heute großes Thema, eigentlich gut und günstig hier. Wo bist du jetzt schon wieder gelandet? Ich bin jetzt hier in so einem Hausboot. Wir sind jetzt hier draußen und gucken uns heute mal hier um. Und dann ist dieses Teil hier aufgefallen. Also das ist uns irgendwie sofort ins Auge geschossen. Das sieht echt sehr, sehr cool aus. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Wir hatten den Typen gefragt, ob wir das mal euch zeigen dürfen. Genau, also alles ist hier made in Türkei, hat er uns gesagt. Das Teil wiegt hier, also das Hausboot, wiegt wohl um die 3 Tonnen. Und ich finde es sehr interessant, also ich war in sowas noch nie gewesen. Er sagte, dass der Herd, der läuft wohl über Diesel. Also hier ist nichts über Gas, was hier läuft. Da ist wohl eine Außenterrasse, die ist aber hier noch nicht fertiggestellt. Er war auch mit diesem Fahrzeug, war ja auch schon auf dem Wasser gewesen. Und damit kannst du auch unterwegs sein. Er packt sich das dann quasi auf so einen Anhänger drauf und war dann auch schon, ja, auf eine Art ja, Campingplatz damit ja, gewesen, ne? Also wie andere einen Wohnwagen hinter sich herziehen, packen die es da drauf und haben dann quasi auch sowas mit Spülmaschine sogar. Ja, so. Und da hinten seht ihr, also den gibt es hinten einmal mit 6,60 Meter Länge oder hier auch 8,60 Meter. Wir sind jetzt hier gerade in 7,60 Meter. Wie sieht das Bad aus, Mops? Da war ich noch nicht drin, da gucke ich jetzt mit euch live. Aber das ist schon ein cooles Feeling hier drin, muss ich sagen. Ja, wow, schick.
Ja, was mich natürlich bei sowas immer interessiert, ist die Wasseraufbereitung. Ne? Da gibt es ja Salzwasser im Meer. Wie läuft es jetzt hier? Jetzt haben wir den Experten gerade nicht bei der Hand. Da müssen wir echt nochmal nachfragen, gerade gleich privat. Und was mir hier auch direkt auffällt, was ich sehr schön finde, das sieht hier aus wie eine normale Wand. Du kannst ja aber komplett gucken. Ne? Also diese Front, die quasi von außen so ein bisschen verdunkelt ist, ist ja aber alles quasi durchlässig, lichtdurchlässig. Man kann gucken. Und eine richtige Couch ist das. Schätze mal, tags oder zur Nacht wird man das hier umfunktionieren können, zu einer Schlaffunktion. Und hier ist dann, hier ist der Captain dann an Bord und kann das Ding steuern. Auch richtig, richtig schön. Also ich bin gerade richtig fasziniert. Und hier drüber, da ist wohl eine Leiter, da kann man hoch. Es gibt noch eine Dachterrasse. Ja, das ist natürlich auch eine Form von Leben, wie man kann oder wie man reisen kann. Ne? Schauen wir mal von hier draußen. Dort oben ist die Terrasse Mops. Guck mal, er liegt ja jetzt wirklich sehr breit, aber wir haben ja die Möglichkeit, das Ganze einzuziehen. Ne? Also genau, jetzt ist das auf 3,70 Meter Breite und die haben so ein Patent wohl da drauf. Und dann kann man das zusammen machen, dann hat das wohl eine Breite nur von 2,50. Hier auf der linken Seite sieht man einen Motor, bei dem ist jetzt der Motor nicht dran. Wenn der Motor bis 15 PS ist, braucht man dafür keinen zusätzlichen Bootsführerschein, so sagte sie uns. Da waren wir jetzt so ein bisschen erstaunt, aber sie sagte, sobald man halt was Größeres dran machte, dann muss man natürlich einen Bootsführerschein haben. Aber so, wie es hier steht, braucht man es nicht und kann sich damit richtig offiziell auf den Wässern befinden. Genau, und das ist ein Elektromotor auf dem Bodensee, würde man auch mit diesem Fahrzeug fahren oder schippern können, weil es ja ein Elektromotor ist. Genau, genau. Man kann das optional bis 100 PS erhöhen. Ja, genau bei diesem Boot haben wir viermal einen 200 Liter Frischwassertank. Und dann kommen natürlich noch die Abwassertanks hinzu. Das ist natürlich wirklich enorm. Also dieser Trailer hier drunter zum Transportieren, der ist im Preis mit enthalten. Das ist wohl immer so, also alles so, wie es ist. Dieser hier kostet 220.000 Euro und dieses kleinere Exemplar da drüben kostet 130.000 Euro. Und da fängt auch der Preis an bei 130.000. Genau, also das kleine Schiffchen da hinten. Schon wieder hier hinten bei Morele. Warum sind wir hier im Mops? Ja, also wir haben uns gerade, oder wir haben gerade den Sven von German Television getroffen. Also herzliche Grüße an dieser Stelle und vielen Dank nochmal. Der hat nochmal ein kleines Interview mit uns gemacht, worüber wir uns sehr freuen. Ich bin gerade sehr happy darüber und ich finde, das ist so ein netter Mann. Also ja, sehr, es ist wieder lustig gewesen und ich bin mal gespannt, wann er es rausbringt. Und, ja, wir sagen euch auf jeden Fall Bescheid. Auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Ja, und falls der ein oder andere ihn noch nicht kennt, ne, geht doch mal bei ihm auf den Kanal. Ich werde dieses Video dann auch in der Liste verlinken. Er hat ja schon mal ein stündiges Interview mit uns gemacht. Das habe ich auch in einer separaten Playlist und das Video packe ich einfach mal dazu. Und dann könnt ihr mal bei ihm gucken und vielleicht auch einfach mal ein Abo dalassen. Ja, Mops, du wolltest ja unbedingt mal hier den Blogger-Bereich angucken. Hier gibt es wirklich einen Blogger-Bereich. Ja, ein Blogger-Lounge. Also da wurden wir jetzt auch von 1, 2, glaube ich, angesprochen oder so. Ne? Also ja, wieder schön, so viele nette Leute zu treffen. Auch jetzt haben wir gerade auch ein junges Pärchen getroffen. Sie arbeitet sogar, glaube ich, hier. Ne? So ist das. Und ihr Mann oder Freund, da haben wir uns auch ganz, ganz lange mit unterhalten. Ja, ja, schön. Ich freue mich. Also ich bin auf jeden Fall richtig happy, nach so, nachdem man so nette Leute kennengelernt hat. Und ja, dann haben die uns erzählt, wie toll sie uns finden. Und das ist natürlich schön, ganz klar. Ne? Ja, also, aber wir lassen heute auch mal wirklich hier ganz locker angehen. Ja. Wir machen hier ganz entspannt, konnten noch mal in Zubehör ein. Wirklich jede Reihe sind wir durchgegangen, haben uns alles genau angeguckt. Ja. Das bringt jetzt nicht, euch das zu zeigen. Wir machen ja auch keine Fahrzeugvorstellungen oder sowas. Wir waren ja am Freitag da, wir haben uns vier coole Fahrzeuge gepickt. Die haben wir euch gezeigt, das reicht. Genau, also was wir feststellen, wirklich die Preise sind sehr, sehr teuer. Also ja, die Preisentwicklung jetzt die letzten Jahre hat sich echt rasant entwickelt. Wir haben vorhin hier Zuschauer getroffen, die sagen, die haben sich letztes Jahr ihr Fahrzeug hier geholt. Jo. Das wurde sich jetzt irgendwie dreimal verschoben. Jetzt wurden sie auf nächstes Jahr Februar vertröstet. Und in der Zeit von letztes Jahr auf dieses Jahr, ich glaube, 7.000 Euro schon Erhöhung für dasselbe Fahrzeug. Ne? Also das ist echt eine Wucht. Wer soll sich das noch leisten? Ja, wer soll sich das leisten? Oder es gibt halt wenige Leute, genauso wie wir. Das geht nicht. Bei uns ist es ja auch nur, wir hatten vorher einen Wohnwagen. Für uns wäre persönlich ein Wohnmobil aufgrund dieser Preisklasse nie in Frage gekommen. Ja, wir haben unsere Wohnung dafür verkauft, naja, damit das irgendwie Preis, alles funktioniert. Ne? Also das ist wirklich schon erschreckend, die Preisentwicklung, wie es ist. Also das fällt wirklich ganz klar auf. Klar, es gibt auch genug Menschen, die wohlhabend sind. Die, ja, es kommt hier jeder. Also auch für Leute, man kann ja mal träumen. Ne? Man kann ja mal in Halle 5 reingehen und mal ein bisschen träumen.
Darf jeder. Also Mops, jetzt werfen wir einen Betrag drauf. Also jeder weiß eigentlich auch, dass unser Schätzchen 70.000 rumgekostet hat. Ne? Ja, also aber viel, ohne Anbauteile. Ohne also Leute, das dürft ihr noch nicht vergessen. Wenn ihr natürlich noch Solar und Lithium und habt ihr nicht gesehen, alles wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall noch mal so, weiß ich nicht, 10.000 bis 15.000 Euro einrechnen. Aber die Fahrzeuge, ich würde mal sagen, die fangen vielleicht so ab Mitte 60 fängt es vielleicht gerade mal an. Ne? Aber es das heißt ja auch nicht jeder muss ein Wohnmobil haben. Man nein, kann nein, sich nein. ja auch einen schönen Wohnwagen holen. Man kann sich auch ja, einen gebrauchten Zelt, Wohnwagen Zelt, das ist ja, man holen. Kann ja ganze, weißt du noch, früher haben wir doch gezeltet. Wir haben uns bei Rossmann Zelt geholt, zwei Schlafsäcke und dann ging es los. Ja, genau, genau. Ja. Also das heißt ja nicht Camping, dass man deswegen ein Wohnmobil braucht. Man kann im Wohnwagen Camping machen, man kann mit Zelten, es gibt ja hier auch Zelt, Aufbauzelte für Autos. Also ganz es gibt viel ja gesehen, mehrere ja. Möglichkeiten. Und man kann sich natürlich auch hier einfach mal so Anregungen holen, was sehr gut ist. Hier sind ja fast alle Hersteller vertreten. Hier kannst du dich mal umschauen und kannst mal gucken, so welche Marke sagt mir zu. Und man kann sich ja dann auch einfach auf dem Markt umgucken und kann sich ja ein gebrauchtes Fahrzeug holen. Aber hier hast du wirklich diese Übersicht und kannst mal schauen, ohne dass du an 10 Anlaufstellen hinfahren musst. Das ist halt das Praktische hieran, ne? Genau, und so haben wir es letztes Jahr auch hier empfunden. Das hat uns auf jeden Fall sehr doll geholfen bei unserer Fahrzeugsuche. So sieht's aus. Und wir sind dieses Jahr wirklich froh, dass wir kein Fahrzeug kaufen müssen, sondern dass wir jetzt hier ja. so durchschlendern können, ja, und gucken so können, richtig schön genießen was hier können. Alles gibt. Und ja, und heute ist irgendwie hier großer Zuschauertag für uns. Ja, wir sind jetzt hier in Halle 1. Da ist Silvi. Jeder, glaube ich, kennt's von euch gefühlt. An uns ist es auch nicht vorbeigelaufen. Wir waren ja auch schon mal in Holland gewesen, haben das da auch gesehen und liebäugeln das natürlich auch. Aber es ist halt natürlich auch immer eine Preisfrage. Und ja, das Ding ist, ich habe jetzt wieder geguckt, habe es wieder geliebäugelt und guck hier und sag schon Zillow hier und hier und hier. Und dann glaubt es nicht. Ja, der kam jetzt gerade. Und also sagte, ja, ne? Ihr seid, genau, er ist sogar der Chef und er kennt uns Illo und Mops und so. Und ich sage, boah, ja, finde ich auch ganz cool und so. Ne? Ja, und jetzt darf ich ein paar Sachen haben und ich kriege was geschenkt. Und da sage ich natürlich nicht nein. Und ja, ne? Von daher freue ich mich darüber sehr. Und ich bin natürlich auch gespannt. Ich habe so ein, zwei Ideen, zum Beispiel mit Mians Trinkflasche während der Fahrt. Da will ich so ein Klebepad zum Beispiel drunter haben, der dann immer da ist. Und dann während der Fahrt kann sein Trinken da stehen, was dann zum Beispiel nicht umfällt. Das ist so meine Idee dahinter. Und ja, ich freue mich gerade einfach. Ja, komm, gehen wir mal gucken. Ja, diese meine ich hier zum Beispiel. Und da sind zum Beispiel in diesem Paket hier sind 4 Stück drin und 4 solche Pads. Und 4 solche Klebeteile, das habe ich mir gerade angeguckt. Und dann, ich mag ja auch Pflänzchen. Und dann will ich auch sowas mit so einem Pflänzchen machen. Jetzt ist nur die Frage, schwarz oder weiß? Ja, weiß, komplett sich doch bei dir. Cool. Ja, für den Tisch ist natürlich weiß super. Aber ich denke gerade vielleicht auch vorne am Cockpit, Illo. Was ist deine Lieblingsfarbe, weiß. Mops? Ja, also aber, weiß. Aber vorne am Cockpit, wenn du sagst, da ist vielleicht schwarz besser, weil da alles schwarz ist. Soll ich jetzt sagen, nimm weiß und schwarz oder was? 2-2? Nein. Mal gucken. Ups, jetzt hast du aber zugelangt. Wenn du was geschenkt kriegst, dann gehst du mit vollen Händen raus, oder? Also, das ist jetzt schon unangenehm. Echt? Aber ich sag, ist das jetzt irgendwie unverschämt oder so? Nein, nein. Und ich freue mich gerade. Ich habe mir auch eine Blumenvase mitgenommen. Und ja, das ist gerade wie Weihnachten für mich. Ich ja, bin gerade mega happy und ja. Geh mit vollen Händen hier raus. Ja, cool. Danke. Die einen unterschreiben hier ihr Deal ihres Lebens, worauf sie vielleicht noch warten müssen oder nehmen was anderes mit. Wir sind mit leeren Händen gekommen und Mops? Ja, geh mit vollen Händen, ja. Fazit, hier kann man auf jeden Fall sehr viel Geld lassen. Man kann hier, glaube ich, arm werden oder auch nicht. Ja, sehr, sehr interessant wieder gewesen. Das Wetter heute auch wieder sehr, sehr schön. Wir machen uns jetzt auf den Rückweg. Und werden jetzt hier nicht noch mal auflaufen. Das war für uns jetzt hier der letzte Tag. Und ja, falls ihr hier nicht gewesen seid, es ist auf jeden Fall, so finden wir, einen Besuch wert, wenn man sich natürlich für Camping, Caravan etc. interessiert. Und ab morgen zeigen wir euch dann unsere Dänemark-Videos und wir werden dann die Tage mit unseren Familien und mit unseren Freunden sein und starten dann quasi gemeinsam wieder los, ab in den Süden. Wir sehen uns morgen in Dänemark. Ciao. Tschüss.